So ein Balkon ist schon was Schönes, vor allen Dingen im Sommer. Und damit herzlich willkommen zu Let's Build. Da, ich stehe schön am Start, gucke euch ganz tief in die Augen hier, ganz tief. Ich verfolge euch mit meinem Stalkerblick, der jetzt weg ist. So, was machen wir denn heute? Erstmal runterfallen, ne? Da steht der Klotz. Der Riesenklotz. Machen wir erstmal hier die Wand zu. Das sieht da ein bisschen uncool aus. Und uncool wollen wir nicht, ne? Seid ihr meine Meinung oder wollt ihr uncool? Ah, was machst du denn da? Ja, dreh dich schnell wieder um hier, kleiner Schwarzarbeiter. Nee, 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 nee. Immer diese Kühe. Die fragen immer, ob sie mithelfen dürfen. Ich so, nein, was ist, wenn das Finanzamt dahinter kommt hier oder eine Kontrolle stattfindet? Die raffen es einfach nicht. Denken einfach, nur weil sie eine Kuh sind, kann ihnen nichts passieren. Ich sag so, yeah, wenn die dich erwischen, ne, dann gibt's einen neuen Burger bei Burger King. So. Klare Ansage hier. Hier ist der Eingangsbereich, Eingangsbereich und Eingangsbereich. Ja, lassen wir erstmal Eingangsbereich bleiben. Ich habe gerade mal was überlegt. Ich habe gerade was überlegt. Vielleicht sieht das auch ganz geil aus, so ein MMM. Ich das richtig überlegt gerade? Ich glaube, ich muss mal die Mauer eben draußen nehmen einmal. Oh nein. Oh nein. Was hast du getan? So, ich muss mal gerade was experimentieren. Finde ich das so gut oder finde ich das Schitte? Ich muss mal eben hier die Mauer rausnehmen. Der Eingangsbereich lässt mich nicht in Ruhe. Ich da hinten Fenster? Ach ja, diese Fenster. So, ob wir es einfach mal hier so rumziehen? Ich glaube schon, dann sieht das nicht ganz so langweilig da unten aus. Obwohl, da fällt mir was ein. Da kommen ja noch Büsche hin. Ich habe gerade so viele Ideen, deswegen bin ich gerade ein bisschen ruhiger. Mein Kopf platzt. Machen wir das so? Leutz von Holz? Oder? Obwohl, ja, jetzt kommt mir eine bessere Idee. Mir kommt eine Idee, man glaubt es kaum. Ich hoffe, die war jetzt besser, ich hoffe. Komm schon, bitte. War die besser? War die Idee besser? Das sieht ein bisschen zu fett aus, ne? Oh shit, ey. Ich glaube, ich mache diese komischen Dinger hier mal weg hier. Ich mache hier einfach diese Blätterblöcke einfach hier hin. Gucken wir mal. Einfach so einen schönen Eingangsbereich hier vorne. Ja, ein bisschen Grün ist immer gut. Man muss sich vorstellen, da kommt ja auch noch Steine kommen ja auch noch dahin. Da kann ich ja mal kurz gucken. Was nehmen wir denn da für Steine? Mal gerade ein bisschen was rausreißen. Boah, ich habe gerade so viele Pläne im Kopf. Finde, die harmonieren immer gut mit den Blöcken. Mit dem Gras wollte ich schon sagen. Boah, wie heißen sie denn jetzt? Eichenblättern. Eichenblätternblöcken. Ich glaube, ich mache hier. Dieses Grüne mache ich komplett hier rum, fällt mir gerade ein. Mach mal das so hier. Ja, sieht doch freundlich aus. Das will man mehr, ne? Ja, dann ziehe ich das komplett hier einfach rum. Genau, und hier mache ich die Zwischenräume. So. Schön die Zahnzwischenräume mit Blättern befüllen. Das machen doch die Zahnärzte so, oder? So.
Genau, haben wir so eine grüne Fläche. Oh ja, das wirkt schon viel schöner, finde ich. Nice, nice. Stimmt, hier den kleinen Vorplatz. Ah, so habe ich mir das vorgestellt. Tap, 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 tap. Glaube. War hier noch so ein grünen Klotz hin? Ich muss mal gerade was schauen. Die Ideen sprießen gerade nur so. Nee, nee. Auf jeden Fall so stelle ich mir den Eingangsbereich wohl vor. Ich habe gerade gedacht, ob ich hier noch ein bisschen Glas reinballer, aber ich glaube, das lassen wir so. Luxus-Apartment. Schauen wir mal. Hier haben wir bestimmt noch was vergessen. Ja, klar, hier die Balkonecke. Oh nö, nicht schon wieder Balkons. Ich muss ja auch noch hier komplett. Ich glaube, ich mache erstmal das Dach drauf. So. Machen wir erstmal hier den Deckel drauf. Deckel auf die Marmelade. Genau, und dann gucke ich mal. Ich glaube, ob ich da am Dach noch was mache. Oder ob das so bleibt. Das muss ich mal dann vom Weiten sehen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ey, cool, eine Dachterrasse fällt mir gerade ein. Ist auch geil. Dachterrasse. Ey, yo. Ey, das mache ich, glaube ich, auch. Da habe ich gerade so einen Plan. Da mache ich so eine komplette Umrandung hier ums Dach rum. Und dann noch ein bisschen Grünflächen. Ey, vielleicht sogar ein Pool. Ey, jetzt kommen die Gedanken, was geht ab? Jetzt kommen die Gedanken. Ich stelle mir das richtig geil vor. So ein Luxus-Apartment, Hochhaus. So ein langes Wort. Ich weiß gar nicht, wie ich das nenne. Das Hochhaus, die Luxus-Apartments. Mal schauen, mal schauen. Oder lasse ich so. Ach Mann, ich habe so viele Gedanken. Das ist manchmal echt schlimm. Obwohl, wo ist jetzt, wo ist mein Zaun geblieben? Jemand hat meinen Zaun geklaut. Da ist er. Konntest du dich einfach meinen Zaun klauen? Obwohl, hier könnte ich. Schaue ich mal, ob ich hier einen anderen Boden. Ich mache erst. Ach nein, das wollte ich gar nicht. Ich mache erstmal hier. Ich mache erstmal so eine Umrandung. Erstmal, um zu schauen, wie es aussieht. Vielleicht machen wir es nicht ganz bis zum Ende. Sieht das hier aus? Ach so. Okay. Stimmt, das sieht auch ganz geil eigentlich aus. Das hier bis zum Ende. Okay, komm, wir machen das mal hier bis zum Ende. Den Zaun. In den Zwischenräumen sieht das ganz cool aus. Ich glaube schon, ich lasse so eine, mach so eine Dachterrasse. Mit. Ich war ja gerade was am Überlegen. Ich glaube, ich nehme erstmal hier, wo ist der Schneeblock? Da ist er. Ich nehme den Schneeblock. Ich habe gerade auch gedacht, ob ich hier Bäume drauf mache. Gott, ich habe voll die krassen Ideen gerade. Bisschen zu krass. Das ist jetzt. Hoppala. Sorry. Sorry, Leute. Ich mach's wieder zu. Ich mach mal was, was mir gerade in dem Kopf hängen geblieben ist. Ja, es kann noch was hängen bleiben. Oh ne, hier bin ich glaube ich zu nah. Oh shit. Hier bin ich zu nah, hier bin ich zu nah. Ich muss hier doch noch ein zur Seite gehen. Machen wir das mal so. Oh nein, es wird schon wieder dunkel. Erstmal eine Runde pennen gehen. So. Es hat ja geklappt. Können wir direkt schlafen gehen. Wunderbar. Und dann brauche ich jetzt hier diese Blätter. Oh mein Gott. Ich hoffe, es sieht gut aus. Ich wollte einfach hier so ein großes, nicht Blumenbeet, aber auf jeden Fall so eine schöne Grünfläche hinbauen. Ah, ich bin mir jetzt mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob das geil aussieht. Wenn man sich nicht sicher ist, dann sollte man erstmal von außen schauen. Erstmal gucke ich weg.
ist das eine schöne Stadt hier. Schick, schick. So, das war's jetzt erstmal nicht mit der Stadt, die geht da hinten weiter. Wie sieht das denn aus? Ich weiß es nicht. Mann. Vielleicht sind die auch ein bisschen zu hoch, muss ich sagen. Vielleicht. Warte mal, warte mal. Vielleicht machen wir das auch mal so. Bisschen niedriger. Ah, obwohl. Vielleicht mache ich hier noch eine kleine Wasserfläche rein. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Ich könnte natürlich hier so. Obwohl, mir ist gerade eine bessere Idee gekommen. Wo ist die breiteste Stelle? Ich glaube, ich mache hier einen Pool raus. Hoppala. Und die Grünblätter, die werde ich auch noch hinsetzen. So, wo kann ich denn Pool rausmachen? Ich glaube, hier ist die breiteste Stelle, ne? Wenn ich jetzt hier einen hinsetze, da kommt der Zaun wieder am Start, ne? Obwohl, ich brauche ja auch Platz. So, wartet mal. Wir machen so ein L-Pool. Jetzt nicht so ein mega lang. Kommt hier das hin? Oh. Ich glaube, ich mache mal so ein Pool hier. Und lasse ich die Grünfläche? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich lasse hier erstmal Wasser ein. Da muss ich nur ein bisschen hier den Boden rausnehmen, beziehungsweise die Decke. Oh, wenn ich jetzt hier Wasser reinlaufen lasse, dann gibt es eine Überschwemmung. Ist immer so eine Sache mit dem Wasser hier. Ist ja ganz cool, dass das im Kreativmodus so alles immer funktioniert hier, dass ich hier, das sind ja eigentlich Schneeblöcke, aber normalerweise Wasser und Schnee, da löst sich der Schnee doch auf. So. Oh Gott, ich mach's jetzt einfach. Bitte. Sei cool. Sieh cool aus, bitte. Nur hier in die Ecken nochmal, damit das schön randvoll ist. Ja, perfekt. Ja. Das gefällt mir schon ganz gut. Nur ich werde, glaube ich, hier ein paar Liegen hinbauen. Aber ich will auch noch so ein bisschen, so ein paar Grünflächen möchte ich hier noch gerne haben. Ah, jetzt muss ich vorsichtig sein. Hier ist der Pool. Nicht, dass ich den abreiße. Und dann haben wir hier oben hier so ein Wasserbad. So, jetzt werde ich erstmal hier die Liegen reinklatschen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da sind sie. Den brauche ich und den brauche ich. Da machen wir das mal so hier. Ich möchte gerne nämlich noch so ein bisschen Grün hier hinbauen. Oh ja, jetzt speichert er wieder. Dann speicher mal. Bin doch gerade hier in Aktion. Kannst mich doch nicht stören, liebe Playsee. So. Ja, das ist irgendwie zu viel. Machen wir das mal weg hier. Ich glaube, ich mache hier nochmal. Ah, falsch rumgelaufen. Ich mache hier nochmal so eine Liegefläche hin. Hier passt nur eine hin. Hier wird es enger. Ich habe gerade gedacht, oder mache ich das hier so, seht ihr, so ein bisschen hoch. Sieht aber auch ganz geil aus, muss ich sagen. Das lasse ich auch, glaube ich, so stehen. Boah, was ein Luxuspool. Ah, ich baue hier nochmal eine Treppe hin. Fällt mir gerade ein. Zack.
Wie geht's rein zum Pool? Ja, sieht nett aus, auf jeden Fall. Da kann man chillen. Einmal Rundumblick machen. Ja, doch, sieht ganz geil aus. Ich lasse das so. Boah, hier will ich gerne wohnen, auf jeden Fall. Ja, geil. Boah, es gefällt mir immer besser, umso länger ich drauf gucke. Ja, da sehen wir uns dann in der nächsten Folge und da mal gucken, was wir dann anstellen. Bis dann, Leute. Ciao.